EA Sports. It's in the game. Und damit herzlich willkommen zurück beim Gerry und beim Hansa Rostocker FC. Hier haben wir nochmal kurz den Überblick über Patrick Mortensen, den wir letztens angefragt haben. Und während wir hier sind, gucken wir in die Kommentare rein. Ruxon hat gemeint, der Mertens-Wechsel, Dries Mertens ist ja zu Bayern gewechselt hier in diesem Spielstand, wäre ein Top-Wechsel, der wird da einschlagen. Generell hätten wir jetzt hier gute Spiele gezeigt, gucken wir auch gleich nochmal rein. Also hier, ne, Patrick Mortensen sind wir gerade am Versuchen zu holen. Unsere guten Spiele waren hier gegen Unterhaching und dann vor allen Dingen gegen KSC, gegen den Karlsruher SC, 2:1 Sieg, das waren Bringer, ey. Klasse Sachen. Und wir sollen, sagt der Ruxon, nach Alexander Sørloth, habe ich es richtig geschrieben? Alexander Sørloth, 70er Typ. Der ist aber 11 Millionen wert. Ja, den können wir mal scouten. Und dann können wir mal ganz weit weg gehen und eine Runde winken. Aber mehr kriegen wir mit dem auch nicht hin hier. Also der ist out of reach, wie man so schön sagt. Out of reach, out of order. Also, den können wir knicken. Dann hat Jofu88 hat noch das Frontseck-Bild reingebracht. Gucken wir gleich mal rein beim Frontseck-Bild. Vielen Dank dafür. Jetzt erstmal hier gucken. Augsburg verkauft jetzt hier gegen seine Leute noch kurz vor Abgang hier. Philipp Max wechselt zu Hannover. Frank Fabra wechselt nach Frankfurt. Die holen hier den nächsten Brasilianer, wie es aussieht. Nee, Kolumbia. Kolumbianer, okay. Frank Fabra wechselt in die Richtung. Dann haben wir Upamecano wechselt von Leipzig für 26 Millionen Richtung Arsenal London. Das ist auch ein guter Wechsel, auf jeden Fall. Und Alfred Brugerson, ich sag's ja gerade hier, Augsburg verkauft, wechselt noch zum FC Köln in der nächsten Saison. Eieiei, also da ist jetzt gerade ausverkauft bei Augsburg. Da wollte ich auch reingucken wegen der Bilder. Team ist das, ne? Hier Mitarbeiter. Ja, hier ist das Frontseck-Bild, aber ich sehe gerade, da habe ich nicht drauf geachtet, ich habe einfach Rechtsklick und gespeichert. Da ist noch ein ganzer weißer Rand hinten, den könnte ich mal wegmachen. Aber trotzdem erstmal danke für das provisorische Bild vom Frontseck. Und ja, hier den Michael Bender, der wurde generiert. Und ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Mann herausfinde, was der für ein Datum hat, für ein Geburtsdatum, um den Bild zu geben. Ich habe schon mal überlegt, habe schon mal in den Statistiken gesucht, aber ich finde immer nur Trainer. Wie kann ich denn den Manager finden von irgendwem? Wer da eine Idee hat, bitte mal melden. Ich habe keine, muss ich sagen. Ich habe keine. Nee. Also da bin ich überfragt und das Einzige, wo es halt geht, ist, wenn hier halt mal der Trainer wechselt, also der Manager gewechselt wird, ne? Dann geht das, dann kann man nämlich hier, ne, hier nicht, aber in der anderen Übersicht, ich gehe gleich mal rein, kann man da gucken. Silvio Berlusconi ist Trainer, wieso habe ich den denn als Trainer drin, den habe ich immer als Manager reingebracht, das weiß ich noch. Weil der ja bei Juve ganz lang der Sportdirektor bzw. da so der Hintermann war. Ne? Da habe ich ihn mal witzigerweise mit Level 11 vielleicht auch ein bisschen hoch eingesetzt. Aber warum ist der denn Trainer? Vielleicht können auch Manager hier schon mal als Trainer eingewechselt werden. Ne? Ja, herzlich willkommen Silvio Berlusconi. Er ist jetzt beim Sevilla FC Trainer. Ist ja auch geil. Sehr schön, sehr schön. Wunderbar. Klasse, ey. Alter Schwede. Gut. Wir gucken noch in die restlichen Kommentare rein, weil hier ist jetzt schon die Aktion mit Mortensen. Und Ruxon war, glaube ich, ganz angetan von Mortensen als Stürmer. Der würde uns richtig nach vorne bringen. Für 400.000 oder 440.000 ist es auch ein überschaubarer Transfer. Ich habe noch im Kopf, dass Schumann nicht so begeistert von ihm ist, beziehungsweise will ich so gar nicht sagen, sondern sagt, wir sollen eher im nächsten Jahr wen holen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, er verbringt jetzt auch nicht so viel Zeit mit dem Transfer, mit dem Vertrag durchlesen, der Mortensen. Der will nicht so viel, habe ich die Hoffnung. Gucken wir einfach mal rein. 400.000 ist oberpeinlich, okay, wir sind doch wieder ganz weit weg. Ganz weit weg sind wir da, ganz weit weg. Also, da können wir hier alles Mögliche bieten und da kriegen wir den trotzdem nicht. Demnach können wir das auch hier direkt abblasen, außer wir geben hier noch hier, weiß ich nicht, 500.000 rein. Dann haben wir aber auch keine kleine Ablösesumme mehr und dann sind wir trotzdem hier noch bei lächerlich, nicht akzeptabel und so weiter. Also 700.000 müssten wir hier ausgeben. Das können wir uns momentan nicht leisten. Aber Patrick Mortensen werden wir für die nächste Saison mal auf dem Papier lassen hier, ne?
der macht einen ganz guten Eindruck, den könnte man sich vorstellen. Halbfinale DFB-Pokal, Leipzig gewinnt gegen Leverkusen zu Hause und Bayern München 4-0 gegen Hannover 96, ganz klare, sichere Sache. In dem Sinne ist das Finale Leipzig gegen Bayern München, meine Top-Lieblingsvereine. Und bevor wir weitermachen hier groß mit dem Spiel gegen Wien, Wiesbaden, Top-Spiel, Erster gegen Zweiter, man sieht's hier. Stärketechnisch nur 4 Punkte auseinander. Das wird eine harte Angelegenheit. Aber wir sind daheim im Ostseestadion. Das ist vielleicht der Bonus, der uns reichen wird. Und eventuell kitzeln wir auch noch ein bisschen was aus der Mannschaft raus, ne? Ja, ich denke auch gleich an die Prämie. Lieber Schumann, auf jeden Fall. So, das ist natürlich das Topspiel überhaupt. Dann haben wir noch hier den 3. gegen den 5. Aalen gegen Osnabrück. Wenn Aalen hier jetzt verliert, sieht es düster aus mit dem direkten Aufstieg. Dann noch Bremen gegen Jena. Das ist so im Mittelfeld geblänkelt. Interessiert eigentlich niemanden. Da kommt's aber schon hier. Topspiel. Sehen wir hier und hören wir hier. Alles klar, wunderbar. Perfekte Sache. Ja, Jungs. Das ist jetzt hier aber auch guter Rat teuer, wen man hier jetzt aufstellen soll. Weil ich möchte natürlich auch nicht hier in keinster Art und Weise hier Punkte verschenken jetzt. Mal gucken, Nado ist wieder fit, aber ja, Fair ist auf der linken Seite auch nochmal zu haben. Vielleicht statt Hilzner. Grube mit einer 63 wäre nochmal ein Punkt mehr. Immerhin ein Punkt. Und dann könnten wir Stanese dafür... Oh doch, hier, guck mal, da können wir noch Punkte rausholen. 65, der hat eine krasse Form durch seine Tore, die der jetzt hier alle gemacht hat. Der Kollege Schnürschuh. Und ich würde vielleicht Bischoff auch nochmal auf die Bank setzen und stattdessen, wenn es gut läuft, Schärf einwechseln. Der hat nämlich eine klasse Form. Genauso wie auch Dennis Fehr eine klasse Form hat. Da überlege ich, komm, wir bringen Dennis Fehr statt Willi. Der hat zwar dieselbe Stärke, aber Willi hat eine schlechtere Form. Und vorne, ja, vorne drin, Zimmer oder Evodo. Evodo hat mich eigentlich hier in den letzten Spielen überzeugt. Den würde ich eigentlich ganz gerne da lassen. Aber Zimmer ist unser Captain. Wir brauchen den Captain, glaube ich. Wir lassen ihn spielen. Gehen wir hier direkt noch in die Taktik rein. Zusätzliche Siegprämie und wichtigstes Spiel. Also ganz, ganz klar ist das hier das wichtigste Spiel, meine lieben Freunde. Hier geht es darum, wenn wir jetzt hier gewinnen, sind wir eigentlich durch mit dem Aufstieg. 2000 Euro ist doch voll in Ordnung, oder? Auflaufprämie, wir haben immer so um die 1000, da ist 2000 ja gar nicht wenig Geld. So, gleich geht's los mit dem Spiel. Wir gucken aber vorher noch in eure Kommentare rein. Währenddessen versuche ich hier so ein bisschen nebenher zu schwätzen mit den Leuten. Und von daher bin ich jetzt schon wieder. Man merkt, ne? Ich habe es letztens schon mal gesagt, ab und zu hat man so einen Hänger. Jetzt gerade bin ich bei von daher hängen geblieben. Also, von der Warte her, sag ich mal, lesen wir mal, was der Ronny Schumann geschrieben hat. Der hat nämlich geschrieben, Riesenspannung, Niederlage gegen wen, könnte das Bild wieder komplett ändern. Ich wünsche mir wieder mal so ein Finale, so ein spannendes Finale in der Meisterschaft, in der ersten Liga. Ja, kann ich mir vorstellen, wünschen sich wahrscheinlich einige, aber nächstes Jahr geht das. Da kackt Bayern ab mit Kovac. Nein, ich glaube nicht, dass sie abkacken, aber ich würde es mir hoffen. Ich würde es mir aber wünschen. So wie am Anfang der Saison, aber dann halt die ganze Saison. So, mit neuen Spielern, finde ich, sollten wir bis zur neuen Saison warten. Wenn wir aufsteigen, erhöht sich unser Prestige und wir können nochmal andere Spieler anschauen als jetzt. Hat er recht? Und vielleicht haben wir dann vor allen Dingen auch ein größeres Transferbudget, denn bisher können wir auch die Transfers einfach nicht halten, ne? Also die Verträge da, die Gehälter, die können wir überhaupt nicht bezahlen momentan. Und deshalb warten wir mal ab, was die neue Saison bringt, glaube ich. So, in der zweiten Liga kann man ja dann die 68 plus von der dritten Liga kaufen. Das wäre billig. Die Idee finde ich gar nicht so schlecht, Abedin Veli. Allerdings tue ich mich immer so ein bisschen schwer, karma-mäßig, dann in der dritten Liga zu wildern und die guten Leute wegzukaufen, weil die wollen wir ja eigentlich auch, dass die denn hochkommen, ne? So coole Vereine zumindest. So, also Abedin Veli, danke. Schumann, danke. Dann haben wir noch Himbeer 01. Ich glaube, du kommst vom Grauer, da habe ich dich schon ein paar Mal lesen sehen. Lesen sehen, schreiben sehen natürlich. Und er hat ein paar Ideen, die wir scouten sollen. Unter anderem Fabian Holthaus, den scoute ich dir hier mit. Der ist nämlich schon bei uns im Team, lieber Himbeer. Dann der Rico Preisinger, den haben wir schon im Transferfenster drin, beziehungsweise im Blickfeld. Gucken wir mal rein hier. Preisinger, irgendwo war der. Preisinger, ZM oder so. ZM. Doch nicht.
irgendwie kam das, aber den haben wir auf jeden Fall schon mal geguckt, das weiß ich, weil der so oft, oh, jetzt schreibe ich auch noch falsch, weil der so oft in der Elf des Tages war. Preisinger, Rico Preisinger, es gibt auch noch Nico Preisinger, ha? Huh? Okay, der wechselt zum Beispiel A zu Magdeburg und B ist er ganz okay, aber, ja, ist halt nicht mehr für uns da, ne? Doch, und hier ist er auch im Blickfeld. Wo hab ich den denn? ZM, hab ich dran vorbeigeguckt wahrscheinlich hier. Gerade nochmal hier. Da ist er, der Rote, der eine Rote, da hab ich dran vorbeigeguckt. Ja, so ist es, so läuft's. Alles klar. Könnten wir auch demnächst nochmal hier ein bisschen aufräumen. Hier so ein Amine Harit, den können wir einfach mit 20 Millionen eh nicht leisten. So, und dann hat er aber auf jeden Fall noch gesagt, der Himbeer. Der Marc Dauter wäre noch ein guter. Marc Dauter. Hast du die alle vom Krauer mitgebracht? Marc Dauter habe ich gar nicht. Gibt's nicht bei mir. Dann gucke ich mal so nach Dauter. Gibt's auch nicht bei mir. Also entweder ist er falsch geschrieben oder der ist nicht in dieser Datenbank hier drin. Mit der aktuellsten. Nee, nicht aktuellsten, aber fast aktuellsten. So, dann der nächste. Timo Presser hat wieder geschrieben. Hätte doch kein normaler Mensch. Ganz langsam, Gary. Nochmal durchatmen und so. Das hält auch kein normaler Mensch aus. Diese Spannung an der Spitze ist der Wahnsinn. Das nächste Spiel wird echt sehr entscheidend sein. Und Mortensen ist echt cool, wäre eine Überlegung wert. Ja, haben wir gerade auch überlegt. Haben wir nicht lange überlegt, weil zu teuer. Ja. Dann, Georg Attos, der Grieche hier, sagt er da. Ja, guten Tag, lieber Grieche, guten Tag. Habt ihr mal ein paar Namen aufs Tablett gepackt? Vielleicht ist da was Passendes bei. Schau mal nach Röser von Dresden. Röser. Ist ja die Frage, ob der da noch spielt, ne? Dresden. Ja, der ist noch hier. Lukas Röser meinst du vielleicht. 60er Stürmer, 24. Ganz ehrlich, ist nichts für uns. Ist ein bisschen zu schwach auf jeden Fall. So, dann. Griesbeck von Heidenheim. Griesbeck. Da denke ich an Griesbrei. Da kriege ich direkt Hunger. Griesbeck von Heidenheim. Da ist er. 27. 70er DM. Den könnten wir mal scouten. Und gucken, was dabei rumkommt. Keine Aufgabe zugewiesen, Herr Jan Schlautrag, dann kriegst du den hier. So, dann Biada von Braunschweig. Oh, jetzt kommen ja aber richtig viele. Biada. Biada. Irgendwie kommt der Name mir bekannt vor, als hätten wir den schon mal nachgeguckt. Julius Biada. Der 60er, nee, kennen wir nicht unbedingt. 25 mit 60 ist jetzt auch nicht mehr so geil für uns, finde ich. Können wir mal weglassen. Dann Lex von Ingolstadt. Lex Luther. Von Ingolstadt, bitte. Der kleine Lex, bitte. Oh ja, das ist natürlich hier ein bisschen schwierig. Da hätte man einen Vornamen schon gebrauchen können. Aber wir gucken einfach mal bei Ingolstadt rein. Ingolstadt Team. Lex, 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 Lex. Stefan Lex, dieser Mensch hier wahrscheinlich. 64er Typ, 28, rechts außen. Mach auch nix. Auch nix. Dann noch Kaitaruel von Köln. Kaitaruel, den kennen wir auch. Kaitaruel von Köln. Ja, das ist ja hier auch unser Gegenmann, ne? 55, nee, leider auch nichts. Also das ist alles ein bisschen zu schwach gewesen, außer hier den Griesbeck, den werden wir mal gucken. Und dann Geheimtipp Giacoumakis von Athen. Giacoumakis, da werde ich erstmal gucken. Werde ich mich wahrscheinlich zehnmal bei verschreiben. Giacoumakis. Oh, ne, da habe ich auch noch ein M da irgendwo reingedrückt. Giacoumakis. So, von Athen. Dieser junge Herr hier. 65, 23. Komm, wir scouten ihn mal. Ich will wissen, was er für ein Talent hat. Ansonsten könnte er gerade so auf der Schippe sein. So auf der Grenze zwischen bringt uns was oder bringt uns nichts. Aber vielen Dank für die Ideen. So, weiß nicht, ob der toll ist im Spiel. Ja, sonst aber tolle Ergebnisse. Der Aufstieg ist greifbar. Ich denke, wir können für Liga 2 planen. Schau dir noch Hünkwisani an. Was zur Hölle? Hünkwisani? Hünkwisani. So? Wen denn? Ja, wenn dann wahrscheinlich der Jena-Kollege, oder? Der kann auch was werden. Der kann was werden, das stimmt. Mit 20, aber der ist auch bei Aue am Start. Und ja, könnte man mal ins Blickfeld aufnehmen. Der ist 20 und 59. Könnte was bei rumkommen, kann aber auch schief gehen.
Dann haben wir noch Chemie Leipzig. Also der Däne sieht echt stark aus. Wenn das klappt, würde ich den auf jeden Fall holen. Nächstes Spiel nochmal richtig wichtig. Dort ein Sieg, dann wird's was mit dem Aufstieg. Und genau das werden wir jetzt angehen. Liebe Leute, vielen Dank für eure Kommentare. Und ja, ich brauche hier echt schon eine halbe Folge, um die Kommentare vorzulesen, weil ihr so viel und toll schreibt. Vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt gucken wir erstmal hier. Oh, Scouting abgeschlossen. Habe ich jetzt leider zu schnell gelöscht. Scouting abgeschlossen. Andersen Lukoi. Auch nicht auf 10. Den haben wir auf 10 gescoutet. Sebastian Andersson, 66. Ja, für 66 finde ich den Marktwert relativ hoch, ne? Läuft auch nicht aus. Kann man mal sich im Kopf behalten. Ansonsten lassen wir das. So, Scouting abgeschlossen. Und Kamil Jocivac. Rechte Seite. 61, 19 Jahre, aber auch schon 700.000. Also können wir leider auch erstmal knicken. Scouting abgeschlossen. Gruppe Scouting abgeschlossen. Bei Peter kurz weg. Erstmal kurz weg hier. 65er. Linksverteidiger 600.000. Könnte man auch als Alternative mal im Blickfeld halten. Gute Idee. Scout kehrt zurück. Schlaudraff. Datenbank. Kirschanschöring will mich haben. Und Alt-Lüdersdorf. Kommt da die Ludolfs her aus dann müsste ja Alt-Ludolfsdorf heißen, egal. VfB Homberg auch noch. Also, ganz viele Leute interessiert an uns, aber wir sind interessiert hier an Hansa Rostock und vor allen Dingen am Aufstieg. Am Aufstieg, und daran machen wir uns jetzt. Es geht los! Ein richtig wichtiges Spiel gegen Wiesbaden. Der erstplatzierte Hansa Rostock empfängt im Ostseestadion den zweitplatzierten SVW in Wiesbaden. Muss ich ehrlich sagen, gar nicht so auf dem Schirm hatte, bis sie auf einmal hier Zweiter waren. Dann waren sie auf einmal da. Martin Petersen mit Bildchen, mit Schiedsrichterbildchen, ist hier am Start und sieht in der ersten Minute, wie Kevin Pizzoni von den Wiesbadenern hier den guten Kapitän spielt und dirigiert. Erste Chance allerdings für Quiring, versucht es mal aus der Distanz, aber gar kein Problem. Hüsing hindert jetzt hier Robert Andrich auf der rechten Seite am Flanken und es gibt Eckball in der vierten Minute. Erste Ecke von links, Stefan Andrich, der Ball kommt einen Ticken zu hoch für Andrich. Antrist auf Andrich, da muss man auch aufpassen. Und er köpft den Ball über das Tor. Einsatz ziehen wir hier ganz hoch auf jeden Fall. Da muss jetzt hier was gehen. Und da geht jetzt vielleicht was. In der siebten Minute, Ecke von rechts, Fabian Holthaus, den wir scouten sollten, bringt die Ecke gefährlich rein. Mit einer Kopfballabwehr bringt Ruprechter Gruppe in Schussposition. Und Markus Kolke kann den Ball da gerade noch abwehren. Mit einer Glanztat. Der Gruppe hier, der Innenverteidiger, sind gerade gut am Start auf jeden Fall. Letztens Stanese und Gruppe, jetzt schon wieder Gruppe. Mit einer großen Chance, leider nicht reingemacht. Leider nicht reingemacht. Oh, André schießt einfach mal, der Ball wird immer länger. Am Tor, Winkel vorbei. Hat er erst geguckt, ob er jemanden anspielen kann. Sieht, er findet niemanden und schießt einfach mal. Meine Güte. Die nächste Ecke von Antrist holt JJB sicher aus der Luft. Setzt sich da ganz rigoros durch gegen alle, die da noch an den Ball wollten. Schiedsrichter gespannt, glänzt jetzt hier gleich mit zwei Fehlentscheidungen. Erst Quiring, der da im Abseits stand, und dann auch noch Pizzoni, beide Male nicht. Also von daher sagen wir mal, ausgleichende Gerechtigkeit. Eigentlich 1-1, ne? Oh nein, was passiert hier? Der Schuss von Andres wird abgefälscht von Hüssing, landet bei Manuel Schäffler und tja, aus 9 Metern macht er den, der Schäffler. Das ist bitter. 1-0 liegen wir hinten. Oh. Wen jetzt hier auf dem ersten Platz wird Zweiter? Stand jetzt VfR Aalen und Karlsruhe auf 3 und 4. Aber eine große Chance. Kolke mit einem schwierigen Rückpass. Ah, beziehungsweise Mockenhaupt hat den Rückpass gespielt. Kolke, ja, hat Glück, dass Quiring am Tor vorbei schießt. Mai. Patrick Breitkreuz läuft hier das Deo, die Haarfarbe durch das Gesicht, weil er sich die Haare da gefärbt hat in Blau-Weiß. Blau-Weiß, Rot-Weiß, also eine leichte Blau-Rot-Schwäche hier. In Rot-Weiß natürlich. Eine halbe Stunde gespielt, wir liegen hinten, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Guck mal, wir sind jetzt auch durchgereicht worden auf Platz 3. Oh,
das bitter. Breitkreuz kriegt hier den Ellbogen vom Schiedsrichter ab. Und Benjamina versucht gegen Andrich. Und, köpft knapp am Tor vorbei. Hat er sich da durchgemogelt gegen Robert Andrich, kommt noch an den Kopfball. Und ja, hat aber auch noch am Trikot gezogen, also Stürmerfoul. Ja, Halbzeit. Leider nicht die erhoffte Halbzeitführung hier. Sofian, ich weiß nicht, können wir eigentlich mit einer 5 noch nicht auswechseln, bin ich der Meinung. Eine durchaus schwierige Entscheidung ist das hier alles. Willi Efsef, hier auf der linken Seite, war auch nicht so super, was hier gebracht wurde. Willi kommt mal rein. So, vielleicht bringt er ja was hier. So, jetzt zeigt es ihn aber. Wir müssen jetzt hier Gas geben. Das ist ein richtig wichtiges Spiel. Hier geht es wahrscheinlich um den Aufstieg. Wenn wir jetzt hier einen Sieg holen würden, hätten wir 74 Punkte. Wären wir auch nicht durch. Aber zumindest oben mit dabei, ey. So allerdings nicht hier. Breitkreuz zieht im Strafraum halb links mal ab. Blaswitz klärt den Flachschuss dann zum Eckball. Die Ecke kommt von Stefan Andres von der linken Seite. Es ist die dritte in diesem Spiel. Pezzoni köpft, aber JJB ist da. Bisschen schauspielerische Parade. Ja, hätte er den Ball einfach auch mal festhalten können. Es gibt nämlich direkt die nächste Ecke. Wieder von Andres, von der gleichen Seite. Er bleibt also da stehen. Kurz ausgeführt. Ball landet bei Pezzoni. Der hat wenig Platz, aber da macht er einen Schritt. Schießt aus Spitzenwinkel übers Tor. Zum Glück. Alf Mitzel holt sich jetzt hier zu Beginn der zweiten Halbzeit nach einem Foul an Selçuk Alibas die gelbe Karte ab. Der Alf. Guten Tag, hallo auch. Und die erste Chance in der zweiten Halbzeit über Willi Efsef auf der linken Seite. Spielt Ziemer den Ball da an. Der schießt vom 5-Meter-Eck. Ah, Kolke wieder da, hält den Ball. Jetzt müssen wir mal hier aufwachen, ey. Kombination von wem Wiesbaden, Minzel und Andrich spielen zusammen. Dann auf Scheffler, der kommt im Strafraum zu flanken. Holthaus klärt zur Ecke. Menschenskinder, die Ecke schon wieder von links. Irgendwie kommen die auch alle von links hier. Robert Andrich und Gruppe gehen zum Kopfball hoch. Und Gruppe, ganz stark. Er ist ja zuerst am Ball, köpft er weg. Blaswitz ist zufrieden mit seinem Innenverteidiger da. Aber ich bin nicht zufrieden, dass wir hier die ganze Zeit gerade in Rücklage kommen quasi. Konter über Scheffler und Minzel. Oliver Hüsing rettet gerade noch vor Breitkreuz zur Ecke. Das ist zu wenig hier, meine lieben Leute. Viel zu wenig. Genau wie diese Ecke, die ist nämlich zu kurz. Holthaus klärt den Ball und spielt den Ball nach vorne, kontrolliert. Aber es kommt leider nichts mehr rum. So. Oh, jetzt Moment, ich wollte auswechseln, aber da kommt gerade eine Chance rein. Fehlpass von Stanese, war jetzt nicht so die geile Chance, muss man sagen. Stanese auch leider eher schwach unterwegs. Dann kommt Wannwetsch jetzt hier, ne? Und wir spielen auch ein bisschen offensiver. Wir ziehen ihn für den einen Punkt noch nach vorne. Evodo, habe ich das Gefühl. Der bringt noch was. Ganz schlechtes Spiel von Sofian Benjamina. Deshalb raus mit ihm. Es ist auch zu wenig Dampf hier. Wir haben noch nicht mal eine gelbe Karte. Da muss noch mal hier ein Aufbäumen kommen hier. Das sind wichtige Punkte. Jetzt sind wir sogar nur Vierter. Guckt euch das mal an. Dann hätten wir es nicht mehr in der eigenen Hand. Flanke von der linken Seite. Linksverteidiger Erdem flankt. Andrich kommt den Ball zwar dran, den Kopf an den Ball, aber kein Druck dahinter. Och Leute, ey. Was ist denn hier los? Oh nein. Breitkreuz mit dem Kopfball. Oh, Blaswitz hält ihn. Pezzoni vorher hat die Flanke reingebracht. Und jetzt, in der 69. Minute, Rankovic kommt mal nach vorne, dribbelt da Erdem Aslan, nee, Aspalan Erdem aus, zieht vorbei, geht dann in den 5-Meter-Raum, legt auf Quiring, lässt aber den Ball durch und dann ist der Wannwetsch am zweiten Posten, muss nur noch einschieben und dann ist das Tor da. Meine Güte, Quiring, richtig gut gemacht. Richtig gut gemacht. Oh, Telefon. Da wird hier doch glatt beim Tor angerufen. Also 1-1, sehr schön. Und wir sind wieder da. Evodo mit der Kugel aus kurzer Distanz. Kolke ist zur Stelle. So werden wir wenigstens wieder auf dem direkten Aufstiegsplatz, nämlich noch auf Platz 2. Aber das Spiel ist ja auch noch. Nein. Nein. Andrich spielt
den Ball vor dem Strafraum zu Breitkreuz. Der zieht aus 25 Metern einfach mal an, ab. Und dann ist er im Winkel, der Ball. Das ist natürlich bitter. Oh, Kolke gegen Ziemer. Ah, fast das Tor. Aber Kolke verhindert es. Ist er rausgekommen. Mann, Mann, Mann. Das ist zu wenig hier. Viel zu wenig, meine lieben Freunde. Und schon wieder wehen Wiesbaden am Start. Gute Konterchance jetzt von Wiesbaden. Das muss extrem schnell gehen. Schäffler treibt den Ball durchs Mittelfeld. Kupo ist alleine gegen zwei überfordert. Kann den Pass nicht unterbinden. Breitkreuz schießt. Latte. Nicht drin. Boah. Also ein 3-1 wäre hier, glaube ich, Genickbruch gewesen. So geht's hier noch. So geht's hier noch. So, was ist jetzt hier in 10 Minuten? Voller Angriff oder das geht so nicht? Ich weiß noch nicht. Ich bin noch nicht so sicher, ob ich meckern oder motivieren soll. Was brauchen meine Jungs? Was brauchen sie? Tja, Zeitspiel gibt es hier auch noch. Gelb direkt. Jeremias Lorsch. Jetzt wird hier noch gewechselt, aber die hätte ich mir, glaube ich, auch noch hinten raus aufgehoben. Was machen wir? Wir motivieren, würde ich sagen. Wir sagen gleich voller Angriff, aber der kommt vielleicht jetzt sogar schon von der linken Seite, nein, von der rechten Seite, Eckball. Evodo erwischt das Leder. Oh, dann fliegt er fast in den Winkel. Da fehlt uns das Quäntchenglück. So ein Mist. Jetzt nochmal, 6 Minuten zu spielen. Nein, erneuter Fehlpass von Stefan Wannenwetsch. Da ist er in einer guten Position und dann spielt er das Ding da so. Oh Mann, ey. Auch Holthaus rennt da nur in Moritz Kuhn rein. Oh, oh, bisschen Verzweiflungstaten hier gerade. Willi Efsef. Oh, nee, komm, ey. Ist der jetzt auch noch verletzt oder was? So ein Mist. Meine Scheiße. Gelbe Karte Hüsing. So verstreichen hier die Sekunden und Minuten. Oh, Mann, ist das bitter jetzt. Zu Hause auch noch. Zu Hause den Aufstieg wahrscheinlich verspielt. Können wir eigentlich mal sauer werden und werden noch auf die Tribüne geschickt in der letzten Minute. 1-2 Niederlage gegen Wien Wiesbaden. Dritter Platz nur noch. Ja, es wäre Relegation. Da ging es natürlich auch nochmal ab, aber das ist natürlich echt bitter, ey. Das wäre bitter. Maximilian Dittgen hier, der ist auch ein cooler Typ. Den habe ich auch mal gehabt bei den Kollegen Wiedenbrück. Oh Mann, ist das bitter, ey. Zu Hause, da muss man doch gewinnen, ey, wenn es um den Aufstieg geht. Wo, wenn nicht zu Hause? Mann, Mann, Mann. Aalen hat gegen Osnabrück gewonnen, konnte deshalb an uns vorbeiziehen. Meppen verliert gegen Sportfreunde Lotte. Magdeburg 4-0 für Köln. Also hier sind ja richtig viele 4-0s. 1, 2, 3, 4, 4-0s. Was ist denn da los? Paderborn gewinnt nämlich 4-0 auch noch gegen Unterhaching. Bremen 4-0 gegen Jena. Würzburg gewinnt gegen Chemnitz. Interessiert aber auch eigentlich nicht. Erfurt gewinnt nochmal 2-0 gegen Sonnenhof. Und hier ist ganz wichtig, Zwickau 1-1 gegen Karlsruhe. Das war richtig wichtig. Deshalb konnte nicht auch noch Karlsruhe an uns vorbeiziehen. Das war sowas von wichtig. Vielen Dank, Zwickau. Ein Sieg wäre noch geiler gewesen. Dann hätten sie nämlich eventuell noch die Chance gehabt, nicht abzusteigen. Aber die Absteiger stehen jetzt fest hier. 5 Punkte kriegen sie nicht mehr in einem Spiel aufgeholt. Zwickau, Meppen und Preußen Münster sind aus der dritten Liga abgestiegen. Bereits jetzt, das ist bitter für die alle. Und richtig viele Lottener hier. Lotter? Lotter heißt das, ne? 5 Lotter hier. Oh, Mann, und wir verlieren zu Hause 1-2, ey. Jetzt wird's ja richtig kribbelig. Richtig kribbelig, ey. Das letzte Spiel sagt eigentlich alles aus. Und wir haben schon rausgehauen, ne? Wir haben schon gesagt, hier, wichtigstes Spiel. Meine Güte, ey. Scheiße, Mann. Ja, und da kriegen wir natürlich direkt auch eins auf dem Rüffel vom Robert. Der sagt, no Moment, das haben wir uns anders vorgestellt. Auch noch ein 4-0 und zwar gegen uns. Die zweite verliert gegen CFC Hertha 0-4, ey. Puh. Boah, Hüsing ist gelb gesperrt auch noch im letzten Spiel. Boah, ist das bitter hier. Ist das bitter. So eine Scheiße, ey. Tja, jetzt ist guter Rat teuer. Wir werden uns aber trotzdem richtig vorbereiten auf diese Spiele. Werden auch der zweiten Mannschaft, wobei das machen wir in der nächsten Woche, jetzt nochmal eine Fitnesswoche reindrücken, damit die da auch mal vorwärts kommen. Diekmeyer verlängert beim HSV. Plattenhardt von Leicester City beobachtet. Aha. Handanovic
Richtung Real Madrid, Fragezeichen. Und hier haben wir lauter Entlassungen. Bei Homberg, Alt-Lüdersdorf und Kirchanschöring. Kirchanschöring, meine Güte. Boah, gegen Fortuna Köln ist jetzt hier Saisonfinale für uns. Auswärts auch noch. Oh, oh, oh. Das könnte schwierig werden. Caterruel fällt aus. Ist jetzt für uns nicht so verkehrt. Und Alexander Sörlot haben wir abgeschlossen. Das Scouting. Wir gucken uns ihn an, was er für Werte hat. Mediengewandt, flexibel, ehrgeizig, trainingsfleißig, anpassungsfähig. Das sind natürlich Bombenwerte und Charaktereigenschaften. Aber er ist natürlich auch eine Bombenablöse hier mit 11 Millionen. Flexibilität, ja, sieht man auch hier oben. Ne? Stürmer, hängende Spitze, links außen, linkes, rechtes Mittelfeld, rechts außen. Also ganz klasse Typ. Hat er hier bisher auch nur 3 Einsätze bei Crystal Palace. Schade um den, der müsste eigentlich mal regelmäßig spielen. Wer spielt denn bei Crystal Palace vorne drin im Sturm? Ja, Benteke, ne? Wer auch sonst, ey. Wenn man so einen Typen da hat, so einen Brecher da vorne, spielt halt Benteke mit einer 77, ne? Was ist denn mit denen? Die haben ja Moral alle beschissen. Schmieren die so ab, oder was? Boah, die schmieren ja richtig ab. Crystal Palace 17. Platz, das ist, glaube ich, nicht deren Anspruch. Aber stärketechnisch könnte schon sein. Joa. Joa. Unser Anspruch wäre hier eigentlich jetzt der Aufstieg, ne? Also meiner zumindest. Ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass wir das irgendwie hinkriegen. Gegen Wien Wiesbaden. Aber noch vor dem Spiel gesagt, Wien Wiesbaden, Wien Wiesbaden. Macht doch mal langsam. Wien Wiesbaden hat es echt ordentlich gemacht, was hier das Heranpirschen angeht, ne? Die sind da einfach aus dem Nichts irgendwie. Keiner so richtig auf den Bierdeckel gehabt und zack sind sie da. Boah, es wird so krass jetzt. Es wird so krass. Die zweite Mannschaft kann immer noch Ausdauer pumpen hier. Jeden Tag mal richtig ordentlich hier zulegen, damit die auch klarkommen. Dann dürfen sie aber hier auch noch Regeneration machen. So. Boah, ist das spannend, ey. Einer ihrer Scouts hat derzeit nichts zu tun. Ja, die soll dann das Blickfeld scouten, ihr Profis. Boah, weißt du was? Mach doch mal hier Jugendscout den Rest der Saison. So. Vielleicht kommt da ja was bei rum. Meine Güte, meine Güte. Tommy Krupe fragt nach möglichen Verstärkungen. Ja, würde ich sagen, ne? Wir sind auf jeden Fall ehrlich, auch wenn es 5 Moral- und Selbstvertrauen-Punkte kostet. Ist so, ey. Was soll man machen? Geht nicht. Pavlovic haben wir ja auch schon mal versucht. Der ist auch zu teuer gewesen. Ist auf der Transferliste jetzt. Albert Krause ist in der Jugendmannschaft am Start. Aha. Ja, klasse. Klasse, klasse. Scouting abgeschlossen bei Griesbeck. Den haben wir jetzt auf Stufe 10. Also Griesbeck finde ich sehr interessant, muss ich sagen. Ab ins Blickfeld. Wäre auch nochmal ein bisschen gestandenerer Typ, extrovertiert allerdings und trainingsfleißig. Ach, weiß ich nicht. Bringt er ein bisschen Gala mit? Er trainiert auf jeden Fall ordentlich. Ey, müssen wir überlegen. Jetzt müssen wir als allererstes mal richtig wichtig in dieses letzte Saisonspiel gehen. Ey, das ist einfach Angebot für Rankovic. 140.000? Das ist mir doch... Nee, da ist ja... ja Pillepalle, ne. Bestimmt nicht. Kleindienst ist auf der Transferliste. Auch immer noch nicht so verkehrt, ne? 64, dafür aber 22 auch erst. Hatte 6 Talentpunkte und hat richtig viele positive Eigenschaften. Flexibel, ehrgeizig, trainingsfleißig, anpassungsfähig, professionell und gelassen. Also klasse Typ. Aber auch 1,7 Marktwert ist also für uns auch nicht der Rede wert. Er wechselt vielleicht zu De La Plata, der Pavlovic. Oh Mann, ey. Mir juckt so zwischen den Augen, am Kopf, überall vor Aufregung. Weil ich mir irgendwie... Ach, ich habe Angst, muss ich sagen. Ich habe Angst. Aber ich darf keine Angst ausstrahlen als Trainer. Hier, was haben wir? Jan Strobel, 34er Stärke, 15 Jahre alt. Der wäre also was für die B-Jugend. 34. B-Jugend 34. Ist ja jetzt auch nicht in der Top 11 dabei. Brauchen wir also nicht. Da haben wir genug in dem Bereich. Ja, unter anderem den Fabian Udokai.
Hier unten seht ihr dann. Hat jetzt auch kein Riesentalent hier mit 1,0. Nee, brauchen wir nicht. So, Scouting abgeschlossen. Und auch das Scouting von Christian Friedeck. Ja, gutes Talent. Die Stärke nicht so super, aber schon 1 Million wert, ey. Der auch ganz viele Typen hier. Extrovertiert ist nicht so gut, aber Teamplayer, ne? Trainingsfleißig, ehrgeizig, flexibel und fair. Also das wäre auch ein schöner Typ für mal so ein Langzeitprojekt, ne? Oh, schon wieder hier. Borkers ist dauernd verletzt bei uns hier gefühlt. Gut, dass wir den nur ausgeliehen haben. Aber schade jetzt natürlich wieder, ne? Ach, Mann, ey. Das wird richtig, richtig knackig jetzt. Richtig knackig. Ich bin gespannt. Auf geht's, Fortuna Köln. Ist... Oh, Moment. Ach so, ich hab mich ja verrechnet. Ich bin ja doof. Wir haben ja noch ein paar Spiele. Irgendwie dachte ich, jetzt wäre es schon der letzte Spieltag. Och, Gott sei Dank. Ich erinnere mich auch an die letzte Folge. Habe ich noch gesagt, diese Folge und die nächste Folge, dann ist die Saison vorbei, ne? Ja. Ho. Also, uns werden 2 Siege und 1 Unentschieden prognostiziert. Und dann wäre der zweite Platz drin. Oh, bin ich glücklich. Puh. Da habt ihr bestimmt schon die ganze Zeit gedacht, während dieser Folge hier, was erzählt der Gary da eigentlich für ein Mist? Oh, ist das gut, ey. Ja, Köln lädt ein, ist Topspiel. Es geht um den Aufstieg natürlich. Dann haben wir Lotte gegen Kickers und Unterhaching gegen Aalen. Da könnte Unterhaching doch auch nochmal eine Überraschungsmannschaft darstellen. Einfach mal machen. Fair hat immer noch eine bessere Form als Hilsener, also wird der eingewechselt. Und ansonsten 63er Mittelfeld hier. FSF. Aber FSF ist 1 Punkt besser. Auf der linken Seite. Dann bleibt das jetzt so da. Dann bleibt es so. Ja, ja. Uphusen will mich haben. Scouting abgeschlossen von Gia Komakis, aber noch nicht so hoch. Erst auf Stufe 7. Deshalb können wir noch weiter scouten. Ja, das ist doch wunderbar. Dann haben wir auf jeden Fall die Chance, hier noch was zu holen. Und ich dachte, es wäre jetzt hier schon das Finale, das grande Finale. Nee, ist es nicht. Sieg ist heute möglich. Wir müssen jetzt hier Gas geben, draufgehen, zeigen, dass es mit uns nach oben gehen kann, in die zweite Liga. Das zeigen wir direkt in der ersten Minute. Guter Angriff von Hansa Rostock. FF ist aber da ein bisschen zu unkonzentriert und schießt am Tor vorbei. Relativ klar sogar. Aber die zweite Möglichkeit direkt ein paar Minuten später. Hier Benjamina und Imbala im Zweikampf. Ah, okay. Das gibt da nichts. War schon lange auf Abseits entschieden. Es zeigt aber die Intensität dieses Duells gegen Köln. Für die geht es um nichts mehr, aber die geben hier nicht auf. Das kann man ihnen hoch anrechnen, aber ich hätte lieber ein Team, was als aufgibt. Michael Kessel mit der ersten Chance für Köln. Klar am Tor vorbei. Gute 23 Meter Entfernung. Ist jetzt auch nicht so oft. Haben wir Glück gehabt, dass wir nicht auf der Tribüne sitzen hier, ne? Oh, was ist da los? Imbala im Strafraum. Och komm, haut den Benjamina da um. Nicht bösartig, aber plump. Und dann gibt es keinen Elfmeter. Was soll das? So ein Mist. Holthaus versucht zu flanken, aber kommt nicht an Mike Kegel vorbei. Ist zu wenig bisher hier. Ein paar Chancen gehabt. Aber als hätten wir Muffensausen. Stanese versucht jetzt mal. Kloppt den Ball nach vorne. Boah. Aber der war ein bisschen arg weit. Jetzt ein Fahrrad gebraucht, um den zu kriegen. Die Abwehr hatten auf jeden Fall. Und dann sehen wir hier. Das war auch nochmal. Das wäre fast die bessere Variante gewesen. Hier Pazurek auch mit dem weiten Ball nach vorne. Plasmic kommt raus und ist dann vor Damani am Ball. Ja. Oh, Stanese mit einem absichtlichen Handspiel. Das heißt, die gelbe Karte werden wir auch gleich auswechseln in der Halbzeit. Scharfe Flanke von Holthausen. Bala unterläuft da fast ein Eigentor, aber nur fast. Ecke gibt's. Die Ecke bringt auch Holthaus von der linken Seite. Die fliegt herein. Benjamina kommt zum Kopfball. Nein, 2 Meter vorbei. Aufs Tor kriegen so ein Ding. Mensch.
Tommy Krupe jetzt auch mit einer gelben Karte gegen Damadi. Das hat schon ein bisschen gefehlt in der letzten Folge gegen Wiesbaden. Ne? Mal das, dass man da mal dazwischen kloppt, auch mal eine gelbe Karte sich holt. Ein Zeichen setzt. Christopher Andersen in der Mitte jetzt setzt sich durch. Und dann ist Mike Kegel aber im Abseits. Kurz vor der Pause noch eine kleine Chance. Quering mit einem klasse Lupfer. Ziemer ist da. Oh, Abseits. Schade. Ab und zu hat der Quering da echt gute Ideen. Vielleicht machen wir hier mal ein Spiel machen. Quering. Gucken wir mal in der zweiten Hälfte. 5 Stanese. Ja, super klasse. Kommt Bischof mal rein hier. Und auch den Ziemer nach vorne. So, Tommy Krupe lassen wir mal noch drin. Aber auch nur, weil er eine ganz gute Note hat. Jetzt auf keinen Fall nachlassen. Jetzt müssen wir hier Gas geben, Jungs. Gas geben. Haut mal rein jetzt. Vor allen Dingen die Pille ins Tor. Wir sind nämlich nur noch Vierter. Hinter Karlsruhe. Und Aalen und Wehen. Holthaus holt einen Einwurf heraus. Ja, das hat er gut nachgesetzt gegen Dominik Ernst. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, einen coolen Trick zu zeigen. Machen wir natürlich. Ja, stoppen wir Kabinettstückchen und dann zum Einwerfenden zurückspielen. So geht das, Jungs. Nehmt mal euch ein Beispiel an eurem Trainer. Aber Damadi will jetzt hier erstmal das Tor machen, spielt aber dann auf Pubido ab. Und Blaskovic kann diesen Pass abfangen. Richtige Schlammschlacht und es zeigt auch so ein bisschen die Qualität des Spiels, so wie der Rasen ist. Viele kleine Chancen, nichts Großartiges. Jetzt vielleicht mal mit dem Konter auf diesen schweren Rasen. Christopher Quering bedient Eschef mit dem Querpass. Ah, Poggenburg, der da endlich mal zeigen kann, was er kann. Wehrt zur Ecke ab. Fabian Holthaus bringt sie rein. Fritz kommt raus und köpft den Ball dann weg. Der Innenverteidiger. Aus diesen Wegköpfen können wir leider kein Kapital schlagen. Stunde jetzt gespielt, schon wieder vorne. Eher maue Stimmung. Dennis Scheer kommt mal für Eschef rein. So, Jungs. Oh, Ecke von rechts, Pulido. Paturet mobbt da die Gäste aus Rostock. Pulido, tja, mit der Ecke dann eben auf den Kollegen Paturek. Und er macht ihn rein. Ist das bitter, meine lieben Freunde, ist das bitter. Ich meine, es ändert noch nicht so viel, außer dass wir halt einen Punkt hinter Karlsruhe jetzt sind. Aber wer weiß, da muss doch jetzt mal ein Aufbäumen passieren. Fair auf Ziemer, der gerät allerdings ins Stolpern. Das geht doch so nicht. Da beschwert er sich und sollte das nicht tun, ey. Gelb-Rot noch wegen Meckerns. Was bist denn du für ein Hammond Bumble, ey? Das gibt's doch gar nicht. Warum tust du das? Du hast schon gelb. Halt doch die Backen zusammen. Mann, ey. Jetzt haben wir hier einen gelernten Linksverteidiger als Innenverteidiger. Ja, oder wir wechseln auf Dreierkette. Also auf Innenverteidiger-Dreierkette. Wir müssen ein Tor schießen. Das hilft ja nichts. Pulido mit der Ecke auf Paczorek und diesmal macht er zum Glück nicht das Tor hier. Der alte Markus köpft genau auf Blasic. Jo, da geht gerade gar nichts hier in zwei Spielen. Was ist das denn für eine Achterbahnfahrt? Vorletzte Folge richtig beschissen, dann kommt eine richtig krasse Folge und jetzt schon wieder zwei Niederlagen, so wie es aussieht. Das gibt's doch nicht. Ecke von der rechten Seite, die dritte. Pulido bringt sie wieder rein. Die erste gegen rein, die zweite nicht. Diese, man weiß es noch nicht. Riedel klärt erstmal Holthaus und Zeisen befördern den Ball irgendwie zu Michael Kessel. Der nimmt ihn an. Der schießt. Kegel hat den Socken da noch im Schuss. Blaswitsch ist chancenlos und Tor. Zentimeter dran vorbei. Man weiß, was da so alles kommt. Aber die letzte Szene da, ne, die allerletzte, die ist entscheidend. Die letzte Zeile. Und da guckt man natürlich genauer hin und ist fast schon der Verzweiflung nahe. Lars Bender kommt rein. Jonathan Blaswitz kackt er den Balljungen komplett ein, ey, weil er den Ball nicht ausrückt. Das muss auch nicht sein.
Und oh, hier, 10 Minuten. Oh, Hamdi Amani muss ausgewechselt werden. Gesichtsverletzung, was hat er gemacht? Ist auf die Nase gefallen. Er kann vielleicht nicht mehr ausgewechselt werden. Ja, die haben schon dreimal gewechselt. Ne, die haben dreimal gewechselt. Ne, die haben dreimal gewechselt. Oh, oh, oh. Und ja, dann nutzen wir die Überzahl. Alibas auf Xhaka. Und der lupft den Ball ins lange Eck. Gut, dass ich ihn eingewechselt habe. Und uns kommt natürlich die Situation entgegen, dass wir jetzt hier mit einem Mann mehr spielen dürfen. Aber weißt du was? Das ist mir komplett egal, ey. Mir total egal. Köln aber auch offensichtlich. Mike Kegel spielt den Ball aus der Drehung in die Mitte. Tyson nimmt den perfekt mit, läuft noch zwei Schritte und dann aus 7 Metern haut dann rein. Dann machst du hier den Ausgleich und dann wie so eine Schülermannschaft 3 Minuten später kriegst du wieder einen rein. Das ist doch nicht mehr schön. Ho. Aber Spiel ist noch nicht vorbei, es gibt schon wieder eine große Chance. Was ist denn hinten raus los, ey? Zima? Oh nein, da passiert da eh nichts. Oh. Fällt ein paar Mal und dann kriegt er trotzdem keinen Elfmeter. Hm, hatte ich schon gehofft, es kommt jetzt eine klasse Chance und man macht vielleicht doch noch den Ausgleich. 2 Minuten gibt's noch. Ja, Schlusspfiff. 2 Niederlagen in einer Folge, mal wieder. Hart, ey. Eigentlich müsste man sehr hart sein, ne? Weil in so einem wichtigen Spiel hier wegen Meckerns vom Platz zu fliegen, ist echt erbärmlich. Tja, und Tyson wurde eingewechselt und macht das Tor. Boah. Das ist jetzt sehr bedrückend auf jeden Fall. Weil auch hier oben, Wien Wiesbaden hat gewonnen gegen Zwickau. Schade, die konnten das nicht wiederholen, da gegen Top-Mannschaften zu punkten. Dann haben wir Aalen unentschieden gespielt gegen Unterhaching. Die haben zumindest Wort gehalten und uns dann nochmal unterstützt. Und der KSC gewinnt 3-0 gegen Paderborn. Tja, Jungs. Ho. 2 Spiele haben wir noch. Einmal gegen Halle. Da spielt der KSC, spielt noch gegen Aalen. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Duell. Boah, da könnten wir, wenn wir da nochmal Punkte holen, das wäre richtig wichtig. Wiesbaden gegen Paderborn. Paderborn ist ja eher hier so unteres Mittelfeld. Glaube ich, macht Wiesbaden. Und am letzten Spieltag ist dann Wiesbaden gegen Aalen. Also Aalen, wenn wir Glück haben, ne? Verlieren die vielleicht 2-mal und wir überholen die noch, wenn wir Punkte holen. Also Aalen hat ein hartes Programm, richtig hartes Programm. Menschenskinder. Und Karlsruhe spielt dann nochmal gegen Jena. Jena ist ja auch eher hier so unten dabei. Ne, doch nicht. Doch, also Mittelfeld halt, ne? Puh! Sag ich da nur. Puh, ey. Allen. Krass. Und wir müssen einfach, wir müssen sehen, dass das Punkte gibt. 2 Siege, ey. Das kann doch sonst nicht angehen. Ja, 3 Tore von Schäffler, von Wiesbaden. Der hat ja gegen uns auch schon getroffen. Der macht hier hinten raus nochmal richtig die Bude stramm. 6. Platz momentan. Zawada hat auch 2-mal getroffen. Ja, von uns ist wieder irgendwie gerade vorne mau. Xhaka hat noch ein Ding gemacht, aber der Rest... Die Bayern verschenken Punkte gegen Eintracht Frankfurt. Ja, Meisterschaftsrennen bleibt spannend. Punktgleiche immer noch. Dortmund gegen Schalke. Huiuiuiui. Und wir kriegen hier mehr und mehr... Ja, die zweifeln an uns gerade. Geht gerade nach unten hier. Und zwar richtig, richtig hart, ey. So, Statusbericht, ja. Hansa Rostock 2. gewinnt zumindest und Hurtig, ja Hurtig, du wirst einfach nächstes Jahr hier bei uns nicht mehr spielen. Du bist leider Spielergespräche. Komm, wir machen nochmal hier das hier. Aber zweite Mannschaftsmäßig wird das nicht reichen für die nächste Saison. Ergebnisse wollte ich mir hier mal kurz noch angucken. Oh Mann, da ist natürlich die gute Laune direkt auch wieder dahin, ne? Richtig bitter. Die zweite Mannschaft hat auch noch 2 Spiele. Und zwar gegen TB Berlin. Oh, gerade ein bisschen leichtes, ja, leichte Deprimüdigkeit. Und gegen Zehlendorf. Berlin geht es hier mit um den Relegationsplatz. Und Zehlendorf, wo sind die?
Zehlendorf. Das sehe ich schon gar nicht mehr hier. Bin schon blind. Hertha 03. Ah, okay. Ja, meine lieben Leute. Was ist hier los, ey? Was ist hier los? Turin holt einen neuen Torwart. Mattia Perin von Genua. Oho. André Schürrle wechselt von Dortmund Richtung Freiburg für 9 Millionen Euro. Das ist auch leichter Negativtransfer auf jeden Fall. Und noch, und, also haben die, was haben die denn da gemacht, die Freiburger? Guten Vertrag haben sie abgeschlossen auf jeden Fall. Krass. Dortmunder sind Schürrle los. Und es ist die geringste Ablöse für Schürrle überhaupt. Vorher ablösefrei, dann 10 Millionen und so weiter. Ja. Der Schü. Da ist er jetzt im Breisgau unterwegs. Ist nur die Frage, ob erste oder zweite Liga, ne? Bin ja mal gespannt. Das steht noch offen hier. Ich hoffe, dass sie in der ersten bleiben. Ich mag die. Dann haben wir noch hier Bielefeld verkauft. Behrendt Richtung Fürth. Okay, Hoffenheim verlauft. Sag mal. Jetzt, ich sollte mal langsam Pause machen hier, auf jeden Fall. Ich rede schon wieder nur Schluss. Steven Zuber, auf jeden Fall, der linkste Mittelfeldspieler von Hoffenheim zu Schalke für 9 Millionen und Ingolstadt kauft noch einen für 3 Millionen ein. Linksverteidiger Nathanael. Ja, Tarik Grundmal, Arastastase, kennen wir auch nicht. Mike Terranova wurde bei Oberhausen entfernt und Jakob Arrasate wurde installiert. Tja, liebe Leute, dann war's das jetzt auch schon. Oh, wir haben hier. Aha, Moment. Der Spieler, ja, genau. Kyle Walkers hat nicht oft gespielt. Hat sich verbessert, 3 Punkte, aber wir wollen hier so jemanden. Also, der macht gerade den Eindruck, als würde er nicht den Ansprüchen entsprechen. Nochmal weiter verleihen, macht auch keinen Sinn. Wir gucken mal jetzt hier. Das ist auch noch ein schöner Abschluss hier. Leo Tessmann bei Fulda. Wäre interessiert, aber der Spieler möchte lieber zurückkommen. Ja, weiß ich nicht warum. Vielleicht leihen wir nochmal aus oder so. Und dann haben wir noch hier Valentin Rode, hat 10 Spiele gemacht. Management denkt, dass sie sich ihn nicht leisten können, aber macht auch kein Angebot, ne? Mal so einfach. Einfach mal sagen hier, keine Ahnung, x Euro. Ne, wahnsinnig. Platte ist der Spieler des Monats von Darmstadt. Ja, klasse. Warum auch immer. Also, oder wie auch immer. Ich meine, das ist ja deutschlandweit. Also, das ist schon respektabel. Was hat der denn gemacht, dass der hier... Boah, klasse, ey. Richtig, richtig stark. Wäre auch ein Typ, ne? Den man auf jeden Fall gerne hätte. Ich glaube, den scouten wir zumindest mal. Voll. 5 Mille wert, ganz tolle Statistiken hier. Und wenn man dann noch hier Spieler des Monats wird, obwohl man in der zweiten Liga kickt, das ist schon auf jeden Fall eine Hausnummer. Auslaufende Verträge haben wir noch 2. Den Riechen haben wir fast durch. Keine Lizenzverplanungen. Kleindienst wurde schon wieder auf die Transferliste gesetzt und Arminia Bielefeld ist an ihm interessiert. Aus der zweiten Bundesliga. Gut, ne? Da kann man natürlich auch in der zweiten Bundesliga ein bisschen kicken. Kann ihn nachvollziehen. Ja, meine lieben Leute, es tut mir leid, dass wir hier 2 Niederlagen zu verkraften haben. Ich hoffe, ich verkacke euch diesen Tag hier nicht. Und in dem Sinne, sag ich mal, auf Wiedersehen. Macht's gut. Und ja. Lasst mir mal ein paar von euren Ideen da. Und wenn ihr wisst, wie ich das Bild für den Bender bei Augsburg da reinkriege, ne, den Manager, wie ich an sein Geburtsdatum komme, wenn es den nicht gibt, weil der generiert ist, dann sagt doch mal Bescheid. Bis dann, macht's gut. Tschüssi. Ich freue mich auf Kommentare.